Auf nach Südkorea. 13 Athleten des deutschen Olympiateams haben in München die Reise zu den Winterspielen nach Pyeongchang angetreten. Neben den Biathleten, bei denen die Hoffnungen vor allem auf Superstar Laura Dahlmeier liegen, checkte auch die Ski-Alpin-Medaillenhoffnung Viktoria Rebensburg ein. Ich freue mich, dass jetzt dann gleich losgeht, dass ich meine Sachen packe, dass ich hoffentlich einen guten Platz habe im Flieger, dass wir hoffentlich einen ruhigen Flug haben. Und ja, wie gesagt, ich freue mich, wenn es jetzt dann losgeht. Auf alle Fälle ist das immer was ganz Besonderes, wenn es losgeht. Und wie gesagt, am Anfang wird wirklich sehr viel darüber gesprochen und ja, eben wie die Situation ist und auch mit Olympischen Spielen, wie es vor Ort ist von denjenigen, die schon vor Ort sind. Und deshalb bin ich jetzt einfach extrem froh, dass es losgeht. Wir fahren da hier und ich freue mich drauf, ich freue mich unheimlich auf Olympia. Ja, ich glaube, es werden tolle Rennen und wir versuchen einfach jeden Tag unser Bestes zu geben und dann schauen wir, was rauskommt.